Leatherman MUT, Military Utility Tool. Was es kann und ob du das auch wirklich brauchst, ja, das schauen wir uns an. Hallo, willkommen, das ist der René Rost vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses MUT von Leatherman. Es gibt es ja auch schon sehr, sehr lange am Markt. Und man muss auch dazu sagen, es heißt ja Military Utility Tool. Military, und genau das ist der Punkt. Ja. Ich meine, es sind einige Elemente dabei, die man auch im zivilen Bereich nutzen kann, wie die Klinge. Normalerweise ist hier eine serrated Klinge, die ich ja, wie du vielleicht schon weißt, abgrundtief hasse. Zumindest ich brauche die ganz einfach nicht. Deswegen, ja. Aber gut, das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Ansonsten durchaus eine Klingenlänge, die durchaus brauchbar ist. Das ist fein und das ist nett und so, wie man das kennen. Gut. Dann ist dabei eine Säge. Durchaus brauchbar. Wie gesagt, eine durchaus brauchbare Säge. Ist auch überhaupt kein Thema. Die man aber hinten, ja, am Klingenrücken extra noch ein bisschen scharf machen muss, wenn man den Feuerstahl bedienen mag. Gut, Soldaten brauchen normalerweise den, mit dem Feuerstahl eher nicht so sehr. Das muss man halt als Bushcrafter oder Survivalist oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, das muss man halt tun, aber soll so sein. Gut, dann, und jetzt kommen halt die Sachen, ja, die man als Military braucht und dann, wenn man so ein amerikanisches Sturmgewehr hat, ja, ich glaube M16 oder was das ist, ja, und zwar das hier. Kupferkratzen, irgendwas, also das ist ja so ein Kupferkratzer, mit dem man den Lauf irgendwas, ich habe keine Ahnung, ja, aber sonst fällt mir auch nichts Vernünftiges damit ein, es ist sehr, sehr weich, vielleicht zum Flintnäpfen noch brauchbar, ich habe keine Ahnung, ja, muss ich auch gleich dazu sagen, aber ja, sonst halt nur sehr bedingt einsetzbar. Dann auf der anderen Seite, ja, ist dieses nette Ding hier, das kann man rausschrauben, also das kann man aufmachen. Ja, das kann man da runterschrauben. Da gibt es auch neue Aufsätze dazu, gibt es auch welche mit einer Spitze dazu. Aber da, auch da fehlt mir jetzt momentan noch immer das Anwendungsgebiet, noch immer das, wo ich sage, okay, deswegen könnte ich das brauchen. Ja, die brauchen das, beim Militär braucht man das, glaube ich, zum Schlagbolzen für das M16. Ich weiß es aber nicht genau, aber so habe ich mir das erklären lassen. Ich habe kein M16 und daher kann ich dir das auch nicht beantworten. Dann, es hat einen Bithalter, das sieht man dann innen, aber ich mag jetzt noch draußen bleiben. Das ist so ein Knopf, den man in beide Richtungen drehen kann, um ja, diese Bits rauszugeben. Und dir fällt sicherlich auf, dass die viel größer sind als die Standard-Bits, die es bei Leatherman normalerweise gibt. Und dann drückt man in die andere Richtung und kann den anderen Bit rausnehmen. Das hat den Vorteil, dass diese Bits natürlich deutlich stabiler sind, deutlich länger sind. Es kann ein Vorteil sein, wenn man etwas, so etwas schrauben muss, wo man halt tiefer rein muss. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch schwerer. Aber gut, das soll so sein. Dann gibt es hier einen Hebel, den man bedienen kann zum Aufmachen. Dadurch geht die Zange auf. Ja, warum macht man das? Warum hat man da diesen Hebel? Ja, weil da hinten auch ein Hammer ist. Ja, einerseits ist da ein Hammer und dieses Teil hier kann man anscheinend verwenden, um den Verschluss zurückzuziehen, damit der dann hält. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, keine Ahnung, ist auf jeden Fall so geplant und das hier ist das ein Gurtschneider, der durchaus scharf ist. Ich will es jetzt nicht tun, weil ich es einfach nicht so spannend finde. Dann dieser obligate Karabiner, den es da hinten gibt mit Flaschenöffner, auch das ist okay. Dann hier eine Zange, ja, Leatherman-Zange, ganz typisch, auswechselbarer Seitenschneider. Das ist sehr, sehr praktisch, wenn man da wirklich einmal ein bisschen wilder damit arbeitet. Das finde ich sehr, sehr nett. Gut. Und die Zange ist relativ spitz. Es gibt ja auch welche, die breiter sind. Finde ich ganz einfach nett und ist in Ordnung. Da gibt es ja mal nichts zu meckern. Und ja, genau, damit ich es nicht vergesse, hier ist eben dieser Bithalter. Da muss man jetzt, warte mal, wie war das noch einmal? Genau, den muss man dann nach hinten ziehen und dann kann man den rausziehen. Und ja, ist halt so. Da wäre auch noch ein Bit eingebaut, aber das ist abgebrochen und dadurch nicht mehr brauchbar. Und da sieht man auch schon ein bisschen, ja, Military Utility Tool. Ist das etwas, was man braucht? Ist das etwas, was cool ist? Ich weiß es nicht. Es sind einige Funktionen dabei, die wirklich fürs Militär sind, für einen US-amerikanischen Soldaten mit einem M16. Und wenn die das cool finden und das brauchen, dann soll das so sein. Ich persönlich, also meine persönliche Meinung ist, dass das ein nice to have ist. Und wenn man sagt, ich stehe auf so Militärzeug und so taktisch und so, dann ja, warum auch nicht? Ich meine, bleibt ja jedem unbenommen. Es hat auch seinen Preis, das Teil ist gar nicht günstig. Link findest du unten auf Amazon, schau dir das an. Das ist gar nicht mal so günstig. Da kriege ich was anderes auch drum, dass man im Bushcraft und Outdoor und
grundsätzlichen Bereich im täglichen Leben eher einsetzen kann als dieses Tool hier. Also das ist meine Meinung zu Liebhaberei, Messersammler oder Soldaten, die das wirklich brauchen können. Wenn du das anders siehst und einen Tipp für mich hast, wofür man das im Survival wirklich einsetzen kann, dann schreib mir bitte unten einen Kommentar, da würde ich mich richtig freuen drüber. Und auch über Daumen nach oben. Aber wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen und einen Link zum Produkt. Es hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst. Dein Reini Rossmann, bis bald. Ciao.